Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist tatsächlich schon wieder soweit. Ein Monat ist rum. Es gibt ein kurzes, knappes Monatsupdate. Sage ich immer. Wird am Ende doch länger. Aber ja, jetzt muss ich als allererstes überlegen. Der erste ist morgen wieder Donnerstag. Wir haben ein bisschen das Problem. Ich finde es irgendwie verschenkt. Naja, ich habe so selbstverständlich damals gesagt, immer am 1. um 10 Uhr kommt das Video. Jetzt kann ich das leider ganz oft nicht einhalten, weil ganz oft der erste, okay, es ist halt fest vorgegeben, wann er ist, auf den Dienstag, Donnerstag oder Sonntag trifft, wo es natürlich keinen Sinn macht, morgens um 10 ein Video zu bringen oder abends um 18 Uhr auch noch ein Video zu bringen. Ich kann euch jetzt zur Sekunde auch noch gar nicht sagen. Ich vermute mal, dieses Video kommt dann morgen Abend um 18 Uhr, genau. Wir machen das mal folgendermaßen. Morgen 18 Uhr kommt dieses Video. Und ihr könnt bitte als allererstes jetzt mal in die Kommentare schreiben, an Tagen, wo ich eh schon ein Video mache. Was soll ich machen? Soll ich das Video trotzdem um 10 Uhr bringen? Das heißt, ihr müsst dann zwei Videos pro Tag gucken oder könnt, was cool ist, muss aber nicht. Ich bin wirklich dankbar um jeden, der überhaupt eine Sekunde seiner wertvollen Zeit bei diesem wunderschönen Wetter für mich opfert. Oder ob wir das an solchen Tagen abends machen um 18 Uhr. Oder ob wir generell sagen, Monatsupdates-Videos immer samstags. Aber finde ich irgendwie doof, weil ich finde es am 1. schon am coolsten. Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn der 1. auf Dienstag, Donnerstag, Sonntag ist, dann wie gewohnt 18 Uhr. Wenn es ein anderer Tag ist, dann 10 Uhr morgens. Oder Donnerstag 10 Uhr morgens? Ach, keine Ahnung. Ballert es einfach mal in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, was ihr geil findet und so weiter. Ja, wie geht's mir? Hervorragend. alles entspannt, alles gut. Der Monat war okay, war cool, kann mich nicht beschweren. Es geht voran. Ich habe den Spaß meines Lebens mit dem Abarth. Ich finde, dass sowohl ich als auch das Auto massive Fortschritte machen. Und ich kann euch so viel verraten, das ist erst der Anfang. Aber da kommen wir später zu. Ich gucke mal einmal mein Telefon, was wir gemacht haben. Ja, ich war letzten Samstag an der Stelle nochmal vielen Dank bei Andy, Subi Performance auf dem Hoffest. Wirklich brutal, was der Junge sich an Aufwand gemacht hat. Liveband, eine Riesenbühne, wirklich echt gutes Essen, Getränke, Cocktails, Longdrinks, perfekt Kaffee, kennt er ja eh. Dann haben die Jungs vor Ort unglaublich ein Subaru mit Motorschaden auf Bühne morgens, Motor ausgebaut. Close-Deck-Umbau, das heißt, der Block war blank auf der Fräse, wieder zusammengebaut und abends ist das Auto wieder rausgefahren. Also wirklich, mein Respekt habt da. Das war eine geile Nummer. Das war wirklich cool. Ja, sonst war ich diverse Male auf dem Bilzer Berg fahren. Und ich war beim 24-Stunden-Rennen mit Fritz, mit meinem Sohn. War cool. Er fand es auch cool, was ja immer wichtig ist bei Kindern. Ich war mir erst nicht sicher, wie cool er es findet. A, Lärm, Kopfhörer. B, viele Menschen. Aber wir waren wirklich nicht lange da. Wir waren nur zum Start da, sind ein bisschen durch die Boxengasse gelaufen, ein bisschen über die Startaufstellung und haben dann vom Balkon aus den Start genossen. Inklusive Fritz hat er auch genossen. Zusätzlich, was haben wir noch gemacht? Ja, ich bin so wild am Arbeit umbauen gerade, dass mein Kopf eigentlich zur Sekunde noch beim Arbeit ist. Eigentlich wollte ich zum Race 1000, aber da war es tatsächlich so, dass ich mal krank war. Ich konnte nicht zum Race 1000. Ich bin morgens aufgewacht und habe so einen Kreislauf und Schweißausbrüche und so weiter gehabt, dass ich wirklich den Samstag leider im Bett bleiben musste. Das war Samstag der 13. Und auch Sonntag der 14. wäre eigentlich Bilzer Berg fahren gewesen. Konnte ich auch nicht machen, weil ich tatsächlich das Wochenende immer krank zu Hause lag. Hat mich auch richtig geärgert, weil ich habe beim Race 1000 gesehen, da war richtig was los, richtig viele Leute. Ich hatte mein Kamera-Equipment schon gepackt, wollte für euch ein bisschen vloggen, wollte mal ein bisschen die Leute vorstellen, wollte mal ein paar Autos mitfahren. Pustekuchen, da hat mir die Gesundheit leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber gerade jetzt mit Kind, jeder kennt es, der ein Kind hat, da schleppt natürlich immer alles an. So, was haben wir sonst noch gemacht? Oh ja, geil. Da fangen wir jetzt mal an. Der Mai ging los. Trackday, Polybauer, Oschersleben. Für mich sind die Polybauer Trackdays, soll jetzt keine Werbung sein, einfach immer mit die besten, weil es ist eine gesunde Mischung aus Fahrzeugen. Es sind halt auch wirklich ein paar getunte, also ein paar Rennfahrzeuge immer dabei. Und Open Pitlane einfach fahren. Ich bin nicht der Typ für so 20 Minuten Stints, dann erstmal wieder warten und so weiter. Ich will, wenn ich dann da bin, fahren, fahren, fahren. Und das geht bei diesem Polybauer Trackdays perfekt. Oschersleben. Immer wieder cool, weil für jemanden, der viel Bilzer Berg fährt, ist Oschersleben sofort eine Strecke, die gefühlt schneller ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen auf den Speed geachtet, sie ist definitiv nicht schneller. Im Gegenteil, auf dem Bilzer Berg bin ich auf der Geraden schneller und auf dem Bilzer Berg habe ich gefühlt auch schnellere Kurven, aber irgendwie kommt sie einem schneller vor, ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie so breit ist
und weil man so über Curbs fahren kann. Aber geil. Highlight von Track Day, Pulibauer, zwei Sachen. Einmal, ich durfte mal wieder, da müssen wir nochmal ein Video zu machen, mit dem Honda Civic Type R von Christian fahren, so neuerer. Brutal. Also wie dieses Auto mit Sperre vorne, kann ich euch nur empfehlen. Jeder, der mal ein Erlebnis auf der Rennstrecke haben will, versucht mal so ein Auto zu bekommen. Weil selbst in der Serie funktionieren diese frontangetriebenen Type Rs mit Turbo wirklich sensationell gut. Das Auto ist so krass ausgeglichen und gut zu fahren. Da habe ich mal wieder gemerkt, wie viel Arbeit es doch noch ist, bis mein Auto mal so fährt. Weil dieser Honda fährt wirklich kinderleicht. Und zusätzlich noch, Bridgestone war vor Ort. Hat ihren neuen Potenza Race Semi-Slick vorgestellt. Den haben wir dann auf mein X-Bow draufgezogen. Und geiler Reifen. Nicht nur optisch, sondern hat auch wirklich, wirklich gut funktioniert. Dann ging das Wochenende gleich weiter. Achso, ja, und ich bin eine Runde mit Tom Schützes BMW gefahren. Jetzt gehen wir hier schon nach und nach so ein bisschen die Videos durch. Aber ich bin mit Tom Schützes BMW gefahren. Ich war der Erste, der mit diesem Auto fahren durfte. Ich sage euch, das Feeling in so einem fremden Auto. Ich weiß, was da alles dran gebaut ist. Du setzt dich rein und hast so ein bisschen wirklich dieses Rennauto-Feeling, weil Zelle, anderes Armaturenbrett, Display, Lenkrad, Pedal Shift, in dem Fall DKG, wirklich, wirklich brutal. Einfach geiles Auto. Und dann fährt man los und spürt, dass das Ganze so krass Renncharakteristik ist, gerade mit dem Saugmotor, dass man sich wirklich vorkommt wie in einem Rennauto. Dann diese Bremse dazu, die einfach nur beißt und dann war es aber so. Ich gehe bei sowas immer vorsichtig ran. Das erste Mal ein bisschen stärker gebremst, merken gleich so, Hinterachse überbremst. Warum? Hat Tom noch nie gehabt, der hat noch nie jemand mit seinem Auto fahren lassen und es hat tatsächlich diese Hinterachse überbremst. Weil Lichtmaschine kaputt und dann hat das ABS wegen der Überspannung ausgeschaltet. Hätte voll in die Hose gehen können. Ein Glück, fährt man mit solchen Autos immer langsam ran, damit sowas nicht passiert. Nächste Tag, Dino Day, Benny. Da kann ich euch sagen, da bin ich richtig stolz drauf. Oma Golf, 1072 PS an der Radnabe. Und das auf diesem Prüfstand, der einfach in die Halle gestellt wurde. Kein Gebläse von außen. Es war wirklich nur ein Umweltgebläse in der Halle. Das heißt, normalerweise geht es auch bei dem Gebläse von außen gar nicht unbedingt darum, kalte Luft reinzukriegen, sondern halt auch einfach, um den Raum wieder mit Sauerstoff zu füllen. Wenn man nur ein Gebläse hat, was in der Halle ansaugt und in der Halle die Luft verteilt, ist natürlich, wenn man so ein Auto läuft und ein paar Messungen macht, irgendwann kaum noch Sauerstoff drin. Und es war ein warmer Tag. Aber wir haben angefangen, die ersten Messungen irgendwie so 500 PS, wo ich so dachte, Alter, okay, ich dachte, wir steigen jetzt hier schon ein bisschen höher ein. Haben dann immer weitergemacht, programmiert, ein bisschen auf den Motor gehört, ein bisschen drauf gehört, was er macht. Es war so, dass, ich denke mal, andere hätten schon aufgehört, aber wir haben nochmal eine Kerze gezogen und haben festgestellt, ey, Digga, das sieht so gut aus. Da kann der jetzt schon so kurz vor der Grenze sein, klopfen oder ähnliches. Weil mit steigendem Ladedruck und von Messung zu Messung wurde der Motor lauter. Was heißt, der Motor wurde lauter? Man hat bei einem Freiprom über ein Steuergerät immer eine Klopferkennung. Diese Klopferkennung ist aber eigentlich nur ein Geräusch von dem Motor. Und dieses Geräusch von dem Motor wird in Form von einem 0 bis 5 Volt Signal ausgegeben. Und jetzt muss man selber dort einen Filter konfigurieren. Was ist ein Klopfen oder was ist ein normales Verbrennungsgeräusch? In dem Fall wurde es immer mehr, aber wir haben die Kerze angeguckt. Ich war mir ziemlich sicher, dass das kein Klopfen ist, weil die Kerze sah wirklich einfach perfekt aus. Und der Motor hat auch genau das gemacht, was er soll. Hat Zündung angenommen, immer mehr Leistung rausgedrückt, ist tendenziell kälter geworden. Deswegen haben wir da weitergemacht. Nochmal ein bisschen mehr Zündung, nochmal ein bisschen mehr Druck. Ging auch in die richtige Richtung. Und so konnten wir am Ende wirklich diese 1072 PS. Und das muss man einfach mal sagen, bei dem Auto, welches ja wirklich noch relativ, ich sag jetzt mal vorsichtig, straßennah gebaut ist. Also da ist ein flacher Ladeluftkühler vorne drin, da ist nicht die ganze Front zerschnitten, da hängt ganz normal eine Downpipe drunter, da ist nichts ins Freie geführt. Da ist kein NASA-Hightech dran, sondern es ist wirklich relativ normal gebaut. Das war geil. Das war wirklich eine geile Nummer, muss ich einfach mal sagen. Dass das so alles funktioniert hat und so abgeliefert hat. War geil. War richtig cooler Dino Day bei Benny. Sollten wir in Zukunft mal wieder häufiger machen. Jede Menge coole Autos da gewesen. Endlich mal wieder unter Leuten. Ich weiß nicht, würde man aus dem Bauch heraus sagen, 500 Leute, warum stimmt da? Halle war voll. Dann in diesem Auto. Das Auto schreit einen einfach nur an. Einfach nur. Also was wir jetzt auch schon wieder mit diesem Oma-Golf erlebt haben. Geil. Nächster Tag, ihr seht, ultra krasses Wochenende. Grip das Motor-Event in Oschersleben zusammen mit dem Fast Car Festival. War auch cool. War auch richtig voll. Also das ist bei den Grip-Events immer so, da kommen ganz andere Leute, wie wenn wir Veranstaltungen machen, weil dieses Grip-Publikum ist vom Alter her genau unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal, ihr auf YouTube werdet alle zwischen 20 und 40 sein.
Bei Grip ist es allerdings so, Grip gibt es mittlerweile schon 15 Jahre. Das heißt, dort gibt es Leute, die vor 15 Jahren angefangen zu gucken haben. Die sind jetzt 50, 60. Die wiederum haben aber Kinder, die sind zwischen 5 und 15. Und diese Generation kommen dann zu der Veranstaltung. Das ist für uns immer ganz was Neues, weil, wie gesagt, bei uns meistens die Leute eher zwischen 20 und 45 sind. Aber auch geil, war richtig cool, was los, hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Grip-Event. Tatsächlich jetzt im Juni, da kommen wir später zu Nürburgring. Eine Sache, ich hatte ein paar Slots frei und habe mir überlegt, dass wir ein paar Mitfahrten in Arbeit verlosen. Tom Schütze hat auch mitgemacht, der hat im M3 ein paar Fahrten verlost. Und dann stand ich da auf der Bühne und habe mir überlegt, Alter, wie soll ich jetzt zwischen dieser Menschenmasse von Leuten diese Mitfahrten verschenken? Und habe dann einfach Nachwuchsförderung betrieben, habe einfach ein paar Kiddies mitgenommen, Jugendliche. Wir sind jetzt keine schnellen Runden gefahren, sondern einfach mal, dass diese Leute im Arbeit mal mitfahren konnten. Und es war tatsächlich so, dass von 4 Leuten, die ich mitgenommen habe, 2 an dem Tag Geburtstag hatten. Also das waren 10 von 10 Punkten. Die waren einfach nur glücklich. Das war einfach nur cool. Ja, das Wochenende nach Race 1000 lag ich dann leider flach, wie ich schon sagte. Das Wochenende danach 24-Stunden-Rennen. Und letztes Wochenende war der Subi-Day. War mal wieder ein voller Monat. War geil. Zusätzlich haben wir Videos geschafft. Marius Golf, gerade ganz frisch online. Einfach ein perfektes Auto. Ich freue mich wirklich drauf, wenn dieses Auto demnächst anspringt und liefert, weil es ist so radikal gebaut an dem Fahrzeug, ähnlich wie beim Abarth. Wenn ich mir schon überlege, was Oma Golf an Potenzial hat, jetzt haben wir ein Auto, was mindestens 200 Kilo leichter ist, aerodynamisch deutlich besser ist, alles noch offener, größer, besser gebaut ist, das wird krank. Das wird echt gut. Plan ist es, dass dieses Fahrzeug bis zum PS Days Anfang Juli läuft, weil da haben wir unsere schöne Showstrecke. Das heißt, dort können wir mit den Fahrzeugen ein bisschen fahren. Ich freue mich drauf. Ist ja gut. Dann haben wir diverse Arbeit-Videos gemacht, wie immer. Wir haben einmal einen Kassensturz gemacht. Ich dachte mir, es ist an der Zeit, euch mal abzuholen, was dieses Projekt aktuell so kostet, wie es da steht. Das Gleiche werden wir definitiv auch noch mit anderen Projekten machen, sei es Oma Golf, vielleicht Marius Golf, Limo, klar, aber dafür muss das Auto erstmal fertig sein. Weil ich glaube, es ist cool, die Leute mal abzuholen. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch dieses Video an, Kassensturz, wie viel Geld steckt in der Arbeit. Weil es ist, glaube ich, eine Summe, ich kann es jetzt ja sagen, es kam 50.000 Euro bei raus. Diese 50.000 Euro sind reiner Teilewert, so wie das Auto da jetzt gerade steht. Das heißt, da ist keine Arbeitsstunde von gezahlt, da ist kein Gehirnschmalz, keine Zeit und nichts. Aber wir machen das Ganze ja wie jeder andere Schrauber, der Bock zu sowas hat, am Spaß des Schraubens. Deswegen ging es in dem Fall wirklich einfach nur erstmal darum, was es kostet, wenn man sich diese ganzen Teile kauft. Natürlich, wenn ihr nicht schrauben könnt und noch einen Schrauber bezahlen müsst, geht das natürlich in Unendliche. Aber in dem Fall ging es jetzt ja wirklich darum, was wir für dieses Auto zahlen müssten. Und da geht, glaube ich, ich glaube schon, dass es viele gibt, die dachten, es wären noch viel, viel mehr. Und es wird aber auch einige geben, die denken, es wäre viel, viel weniger. Ich persönlich habe im Kopf immer so diese Zahl überschlagen. Ist definitiv viel Geld, 50.000 Euro, keine Frage. Muss man erstmal haben, um in so ein Projekt zu schieben. Ist jetzt aber auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern über Jahre hinweg, sind mittlerweile 3 Jahre. Ich habe mir neulich die alten ersten Videos davon angeguckt. Echt geil, wie diese Arbeit gewachsen ist. Und da ist es halt einfach so, ich hatte hier und da auch schon mal ein bisschen kommentiert, weil halt viele sagen, 50.000 Euro als Normalsterblicher keine Chance. Ich weiß, ich werde mich mit dem Thema nicht ganz so beliebt machen jetzt, aber das ist halt immer eine Sache des Wollens. Ganz viele erzählen mir immer, sie hätten kein Geld, sind aber die Ersten, die wirklich jeden Tag an der Tankstelle anhalten, sich eine Packung kippen und eine Energy kaufen und noch abends irgendwie was fressen gehen, zack, sind pro Tag 25 Euro weg. 25 Euro mal 30 sind 750 Euro, wenn ich gerade im Kopf richtig gerechnet habe, genau. Und diese 750 Euro ist das, was man zum Beispiel auch in ein Auto stecken kann, für jemanden, der wirklich, natürlich lädt man dann fürs Auto, aber wir leben fürs Auto, es ist halt einfach so. Dann ist es halt schon, also das ist dann halt schon Geld, was man monatlich auch in andere Sachen investieren kann. Ich verstehe es auch vollkommen, wenn es Leute gibt, die lieber mit ihrer Familie in Urlaub fahren, die sich coole Klamotten kaufen, die sich neue Technik kaufen, Handy, Fernseher und so weiter. Aber die Leute, die wirklich vorhaben, sich ein geiles Auto zu bauen, da sind das halt schon Summen, die in Anführungsstrichen realisierbar sind. Dafür, dass die Basis der Autos wirklich fast nichts kostet. Egal, guckt euch das Video an. War, glaube ich, recht informativ.
Dann Zelems Rennmotor, endlich, wir konnten den Motor abholen bei Bielers. Fertig, bin ich wirklich gespannt, was da so geht. Bin mir noch nicht sicher, ob das Fahrzeug diesen Monat noch läuft, weil das Auto geht jetzt zu Benny, da wird komplett eine Maxi zu verkabelt und dann geht es auch da auf den Prüfstand, aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann waren wir bei Pogea Racing, ein, wie ich dachte, ein Abarth-Tuner aus Friedrichshafen. Hab dann gelernt, dass er nicht nur Abarth gemacht hat, sondern eigentlich ursprünglich mit Audi angefangen hat, 5-Zylinder. Auch sehr informativ. Eduard hat eine ganz, ganz eigene Meinung zum Leben und wie der Hase läuft, deswegen guckt euch an. Ist auf jeden Fall auch cool. Steht da noch ein zweiter Teil aus, weil ich war natürlich nicht ohne Grund da. Kann ich euch nicht zu viel verraten, kommt noch. 2JZ Turbo. Ja, der Barren läuft mit dem Turbomotor. Ist doch ein bisschen mehr als gedacht. Also, nee, es geht schon echt alles gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es Plug and Play alles passt, weil man kann halt eben nicht zu Toyota gehen und sich diese Teile kaufen. Weil es gab halt, man denkt immer, es gab ja ein Aristo mit 2JZ. Ja, das ist richtig. Mit Turbo, aber das war ein Rechtslenker. Und wir wollen jetzt ja schon einen Linkslenker mit Turbo bauen. Und so gibt es hier und da so ein paar Kleinigkeiten wie Gaszug, Klima, Wasser, wo man halt überall ein bisschen gucken muss. Plus das Problem, dass man nicht einfach Teile kaufen kann. Sowas wie Wasserkühler, Auspuff in der Mitte etc. Sind wir aber dran, wird auch gut. Also das wird bis zum PS Days, könnt ihr euch darauf freuen. PS Days wird Ding laufen und dann werden wir da so richtig Reifen vernichten. Da hat auch Flo... Der betreut das Ganze ja aktuell. Der hat doch da die Freigabe von mir. Der kann machen, was er will. Er soll mir nur sagen, wie viele Reifen braucht er. Und dann kann er die den ganzen Tag lang auf der Showstrecke verbrennen. Ja, Runde mit Toms Auto, habe ich schon gesagt. Limo, krass. Wir suchen immer noch den Fehler mit der Ölerei. Ist nicht ganz korrekt. Ich bin der Meinung, die Ölerei war ein Zustand beim Anschmeißen, wo er einmal Öl gedrückt hat. Und jetzt dauert es so lange, bis das Öl einfach komplett weg ist. Deswegen qualmt das so. Aktuell bin ich an allen Ecken bei, es fertig zu machen. Heißt Kabelbaum, Antriebswellen, so ein paar Kleinigkeiten rund ums Wassersystem und so weiter, dass einfach das Auto fertig ist, weil auch dieses Auto soll auf den PS-Days ein paar Meter rollen auf der Showstrecke. Ja, das wird dann quasi so der Rollout. Ich möchte jetzt das Auto einfach zusammen haben, dass wir ihn dann laufen lassen können und gucken können, wo das Qualm hin ist. Variante 2 ist, vielleicht baue ich ihn auch zusammen und wir fahren bei Olaf auf den Motorenprüfstand. Da können wir nämlich auch schön laufen lassen und werden auch sofort feststellen, ob das Qualm weg ist. Fakt ist, ich musste ja erstmal die ganze Technik einmal fertig bauen. Die ist jetzt ja fertig, die war in dem Auto drin. Das heißt, jetzt gerade könnte ich ihn natürlich auch auf den Motorenprüfstand stellen. Bin mir noch nicht ganz sicher, habe wirklich Bock auf die Nummer. Alleine Olafs Expertise zu dem Motor, zu Trockensumpf, zu Steuerzeiten, zu Ventilspiel etc. würde ich schon echt gerne, nicht gerne wahrnehmen. Ja, dann nur noch, ich hätte schwören können, da habe ich im letzten Monats-Update-Video drüber gesprochen, scheinbar nicht. Salzburgring mit Schäfchen, Gärkollektor und Abarth. Falls ich drüber gesprochen habe, ich spreche aber nochmal drüber, war für mich ein absolutes Neuland. Salzburgring, ganz andere Strecke, mit dem Abarth da mal zu fahren und zu gucken, wie das Auto fährt. Ist eine Strecke, wo man unheimlich lange fünfte Gang Vollgas draufsteht. Ich bin noch nie in meinem Leben mit dem Abarth so schnell gefahren. Habe deswegen den Ladedruck gedrosselt im fünften Gang auf 1,8 bar, also fuhr wirklich witzig, dritte, boah, vierte, boah, fünfte, übertrieben gesagt. Das heißt, wir konnten dann auf der Gerade so 2,35 fahren. Wollte das Auto aber nicht kaputt machen, wollte ihn einfach erstmal fahren. Sonst aber mega geil, weil war tendenziell vom Trackday her eher, dass es halt normale Gäste waren, die mitgefahren sind. Das heißt, wir konnten da schon wirklich gut mithalten, die Autos überholen, konnten endlich mal die Bremse testen, weil... Salzburgring, da gibt es mehrere Stellen, wo man wirklich einfach nur von Topspeed runterbremst und in die Schikane reinfährt. Alles funktioniert. Mega-Event. Wirklich viel los. Guckt euch das Video dazu nochmal an, weil ich auch finde, dass das Video extrem geil geworden ist. Das Event hat Spaß gemacht. Also da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start sein. Es war eine absolut gesunde Mischung zwischen Viertelmeile, Rundstrecke und einfach nur euch sehen, euch treffen, mit euch quatschen, eure Autos angucken, die Österreicher haben auch eine andere Art von Autos, auch sehr Audi-lastig, was ich natürlich geil finde. Und ja, von mir 10 von 10 Punkte für das Event. Das war einfach mega. Zeitgleich haben wir von Luke den Golf abgeholt. Der war bei Manuel. Der hat dort eine Cyvex eingebaut. Guckt euch da am besten auch das Video an, da haben wir am meisten zu gesagt. Noch war es eigentlich gar nicht notwendig, für diese Leistung eine Cyvex in das Auto einzubauen. Aber ich kenne Luke. Ich weiß, wie perfektionistisch der ist und auch wie ehrgeizig er ist. Das geht jetzt auch erst richtig los, weil mit diesem Steuergerät da drin kann er jetzt alles machen, was er will. Sei es Steuern von Allrad, sei es in Richtung Getriebe, Displays, Notausschaltfunktion, einfach alles.
Und genau deswegen war es der richtige Schritt, da eine Salix einzubauen. Das war die Pflicht und jetzt kommt definitiv die Kür und das Auto muss jetzt noch richtig schnell werden. Gibt natürlich von TTE einen kleinen Upgrade-Lader. Das heißt, es wird gleich nochmal Leistung nachgelegt. Und dann geht das also weiter. Ja, okay. Das waren die Videos. Jetzt kurz, was steht in diesem Monat bevor? Und dann gucken wir noch ein bisschen Kommentare. Ich gucke mal in den Kalender. Ich muss leider mittlerweile alles im Kalender mal eintragen, sonst kriege ich es nicht hin. Dieses Wochenende kann ich mit dem ABBA nochmal einmal beim Polybauer Track Day am Bilzer Berg fahren. Das ist diesen Samstag. Das Auto fährt mittlerweile wirklich so krass. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Das Geilste an diesem Projekt für mich ist, das ist für mich wirklich wie eine Ausbildung. Also es ist unglaublich, was ich mit diesem Auto lerne. Weil ich war jemand, der hatte absolut gar keine Ahnung von Fahrwerkstechnik. Auch kein Gefühl dafür, weil einfach nie mit beschäftigt. Für mich gab es immer nur Leistung, immer nur geradeaus, immer nur maximal am Limit etc. Bin zwar jemand, der gerne Auto gefahren ist, aber habe mir nie so Gedanken gemacht, was, wie, wo bei so einem Fahrzeug passiert. Einfedern, Ausfedern, Dämpfen, Federn, Federraten, Stabis. Jetzt bin ich gezwungen dazu, es beim ABBA zu lernen, weil ganz viele sagen, setz doch mal einen Profi aufs Auto. Natürlich könnte ich einen Profi drauf reinsetzen. Natürlich könnte ich mir auch einfach einen GT3 kaufen. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja genau das. Ich will ja lernen. Und lernen tut man am besten, wenn man selber die Erfahrung macht, was falsch ist, auf eine Idee kommt, wie man das verbessert und abändert. So, und so ist es mittlerweile mit dem Auto, dass der echt gut fährt. Reifen werden warm, Reifenbild sieht perfekt aus, Bremse krank, endlich kann ich da voll reinhacken. Das Kippen haben wir in den Griff bekommen. Jetzt ist es tendenziell eher so, dass das Auto leicht untersteuert und ein nervöses Heck hat. So formuliere ich es einfach mal. Das ist jetzt das, was wir jetzt gerade angehen. Und Problem natürlich immer wieder mit dem lösenden Turbolader, wodurch dann einfach das Ansprechverhalten der Druck runtergeht. Aber sonst so, boah, was ich so an Speed mit dem Auto fahre, auf den Geraden, die Bremspunkte, Kurvengeschwindigkeiten, also ich konnte noch leider meine Rundenzeit nicht verbessern in die Richtung, wo ich wollte, weil immer was dazwischen kommt, ist jetzt aber nur eine Frage der Zeit. Dann wird der Tag kommen, weil ich glaube, in dem Auto steckt noch viel, viel mehr drin. Macht mich auch einfach stolz, das Auto. Ich habe mir beim letzten Bilster Berg, beim letzten Mal Gesellschafter fahren, wo wir immer fahren, mit dem GT3 ein bisschen duelliert, der auch am Ende nur marginal schneller war von der Rundenzeit. Ich glaube, 4/10 oder so. Gegenüber einem GT3 RS sogar, ein weißer war das. Und der ist natürlich nicht am Limit gefahren. Natürlich können solche Autos schneller fahren. Aber in dem Fall war es wirklich so. Deswegen auch, das fand ich eine coole Nummer. Direkt, als wir rausgefahren sind, der GT3-Fahrer ist mit zum Arbeit gekommen und hat gesagt, Alter, was geht mit diesem Arbeit? Wie kann es sein, dass ich hier auf der Geraden gerade nicht mithalten konnte? Wir können ja noch mal ein paar Szenen hier einblenden. Genau, also da Track Day, dann das Wochenende danach sind zwei Termine gleichzeitig. Late Night auf dem Lausitzring geht schon Donnerstag los. Ich vermute, wir werden Donnerstag am Start sein. Am Wochenende ist auch das Ultrace in Polen. Ich kann leider nicht, weil ich an dem Wochenende meinen Sohn habe, weil meine Frau eingeladen ist. Das heißt, ich persönlich werde wahrscheinlich kurz erst auf der Late Night sein, weil das will ich mir nicht entgehen lassen und bin dann das Wochenende raus. Muss auch mal sein. So ein bisschen zu zweit mit Sohnemann unterwegs, auch immer cool. Das Wochenende danach ist Grip das Motor-Event Nürburgring. Gibt es noch Tickets, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Auf jeden Fall coole Nummer. Wochenende danach, boah, ja, Cash Day, Pilster Berg oder TTT halbe Meile. Man kann sich alles aussuchen, es sind so viele Events. Leute, was soll ich sagen? Einfach nur krank. Komm, wir gucken nochmal schnell ein paar Kommentare. Ich merke, es wird schon wieder lange hier. Letzte Monats-Update-Video hatte ich die Frage gestellt, Käfig oder nicht Käfig? Gleich der erste Kommentar, auf jeden Fall mit Käfig und entsprechender persönlicher Ausrüstung. Du lebst nur einmal, wollen das viele ja weiter gucken. Es freut mich wirklich sehr, dass von diesen 753 Kommentaren ganz viele mit Käfig sind. Ich denke, das werde ich auch annehmen und werde es auch umsetzen. Natürlich mache ich das Auto erstmal fertig, aber bevor es da so richtig, richtig ernst wird, werde ich mir den einen Monat Zeit nehmen und werde nochmal überdenken, die Sache mit dem Käfig. Genauso noch fahre ich definitiv mit zu wenig Schutzausrüstung Arbeit. Ich habe mir jetzt erstmal ein Handsystem bestellt, weil das Auto ist mittlerweile so schnell, da gebe ich euch recht, das müssen wir angehen. Nächster Punkt, den ich ganz viel sehe, Intro. Ich hatte nach dem Intro gefragt. Tatsächlich, ganz viele gucken das Intro und sehen das Intro auch als
legendär und es muss bleiben. Es muss natürlich auch bleiben, das ein oder andere Video war bisher schon mal ohne Intro. Das ist in dem Fall natürlich Absicht, hat aber einfach was damit zu tun, dass wir natürlich den heiligen YouTube-Algorithmus gerne mal einfach ein bisschen testen wollen. Also wenn das Intro mal fehlt, ist das keine böse Absicht, sondern gute Absicht, einfach mal um zu gucken, ob wir den Algorithmus und somit die Aufrufe von einem Video damit ein bisschen beeinflussen können. Ganz viele haben auch geschrieben, Halle 77 Prüfstand. Also unabhängig jetzt vom Oma-Golf-Video mit dem Radnamen-Prüfstand, da war es auch. Da muss Marco echt mit seinem Prüfstand einen rausgehauen haben. Die ganzen Jungs neulich mit Elvis, mit dem BMW, dann Quadrolf mit seinem Audi, Beet mit dem Audi S3. Da war ja richtig Rambazamba einen Tag lang auf dem Prüfstand. Ich war ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz lange nicht bei Marco. Liegt einfach daran, weil es ja bei Björn mit auf dem Hof ist. Ja, sagt niemals nie. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht hier und da nochmal was kommt. Ja, Käfig, 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 Intro, Intro, Käfig. Was ganz gut klappt, ist, dass ihr die Kommentare liked, dass ich hier relativ schnell solche Sachen finde. Allerdings finde ich jetzt hier wirklich nur Käfig, Käfig, Käfig. Aber echt viele Leute, die schreiben mit Käfig, Alter. Ihr könnt euch das ja selber gerne nochmal angucken. Ganz viele schreiben Familie, auf jeden Fall Käfig, lasst ihr da nicht reinreden. Sicherheit geht vor. Und ganz oft... Ja, wo ich immer ein Schmunzeln habe, wie viele schreiben, dass sie bei dem Intro Gänsehaut bekommen. Glaube ich. Jedes Mal, wenn ich es höre, habe ich auch das Originalvideo dazu vor Augen. Das erinnert mich schon an die alte Zeit. Ist mit dem Arbeit eine Testfahrt von einem Profirennfahrer geplant? Ein paar Runden von Tim Schrick auf dem Bilzer Berg wären super. Ich hatte ursprünglich vor, diverse Leute mit dem Auto mal fahren zu lassen, um mir einfach mal eine Meinung zu hören. Mittlerweile bin ich allerdings mit dem Auto so weit gekommen, dass ich glaube, ich möchte es tatsächlich erstmal selber bis zum Ende durchziehen, um einfach zu gucken, ob man selber mit wirklich viel Willensstärke das erreicht, was man sich wünscht. Und ich glaube, dank dem Internet, dank WhatsApp, dank Telefon geht das. Also das Auto wird auf jeden Fall mein Profi fahren, weil ich möchte ja mit dem Auto hier und da vielleicht auch mal einen Rekord fahren. Und es gibt auf jeden Fall Fahrer, die einfach schneller sind als ich, einfach weil sie weniger Angst und Respekt vor dem Fahrzeug haben. Aber zur Sekunde bin ich eigentlich mit der Entwicklung echt happy und so wird es auch erstmal ein bisschen bleiben. Eine Runde Lassisee wünscht ihr euch auch alle, lese ich auch ganz viel, wird auf jeden Fall auch noch kommen. Käfig und Hans habe ich gerade schon gesagt, wenn wir ihm gerne... Ja, okay. Also ich denke mal, in dem Fall habt ihr mich überrannt. Safety first, ich lese hier nur Käfig, Käfig, Käfig. In Kombination mit einer Innenausstattung. Werde ich dran arbeiten? Würde ich tatsächlich auch ganz geil finden. Das Gute ist, ich könnte tatsächlich Käfig plus Beifahrersitz machen. Dann hätte man nämlich auch die Möglichkeit, hier und da mal wieder mitzunehmen. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Genießt den Juni. Genießt das schöne Wetter. Ihr könnt euch auf jede Menge geile Videos freuen. Es könnte passieren, dass bald arbeitmäßig was richtig Crazyhaftes kommt. Zusätzlich alle Projekte gehen natürlich voran. Das wird gut, das wird cool. Danke für alles. Genießt den Sommer und wir sehen uns spätestens in einem Monat. Und denkt auf jeden Fall dran, ich bin mal gespannt, was ihr sagt, wann ich die Videos posten soll, wenn an dem gleichen Tag noch ein anderes Video ist. Ja, so. Tschüss, danke, bis zum nächsten Mal.